Blatt. Und weil keiner mich mag, bin ich oft einsam und weine. Früher hab ich gern gelacht, viele Späße gemacht, doch all das ist weil das so an mir nagt, fahr ich gern mit der Ufi. Man will es kaum glauben, dort hat ein Ende das Grauen, denn ich bin in Chinatown. Ich steh auf Chinesen, ja, ich steh auf Chinesen. Die schauen so lieb und sind auch wirklich nicht forsch. Und anders als die Deutschen haben's ganz Schrecken im Arsch. Woo, 3, 4! Ich steh auf Chinesen, besonders auf die Arme hinterm Tresen. Sie ist 2000 Jahre alte Eier mit Hund, doch dafür kann sie Wunderdinge mit ihrem Mund. Ich steh auf Chinesen, die können meinen Rückenschmerz genesen. Doch einmal bat ich höflich um ein Thai-Massage, dann schrei ich aus der Rücken, nicht mehr zupfen tut mir weh. Ich steh auf Chinesen, ja, man glaubt's nicht, aber ich steh auf Chinesen. Da geh ich zum Doktor mit einem Oberschenkelbruch, er schaut mich an und diagnostiziert mit dem Spruch. Ah, Sie haben da Knicki-Knacki. Na, bei Saki! Knicki-Knacki? Oh mein Gott! Und wie viele? 1. Wir stehen auf Chinesen! Wir stehen auf Chinesen! Bei Tisch, da tun sie ganz viel Schmatzen! Bei Pflaumen, Bein, Krokodil und Faschierten! Sido, Hackfleisch! Faschierten von der Kotzen! Von der Katze! Wir stehen auf Chinesen, doch auch hier gibt's bemerkenswerte Wesen. Die Moderatoren überzeugen uns so. Alle! Sie hat hohe Schuhe, ihre Beine kurzen Rock, tiefen Ausschnitt, schlanke Schultern, schönen Hals und schönen Kopf. Tonnenweise Make-up, wildes Haar und sexy Po. Und er hat Niveau. Wo wir stehen auf Chinesen, doch für heute ist es das gewesen. Und wenn die Leute wieder einmal blöd schauen, gehen wir einfach nach China.